eines hasse, dann Egomanen, die das Internet nutzen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da hatten sich zwei Gleichgesinnte getroffen, als die Online-Persönlichkeit Screwball ihren Narzisstenkollegen Spider-Man in einem epischen Streich gefoppt hat, der Unschuldige in Gefahr brachte. Einerseits zeigte Screwball uns, wie naiv und rücksichtslos Spider-Man ist. Er stürzte sich Kopf voran in gefährliche Situationen, ohne dass es ihn scherte, wer dabei verletzt wird, solange nur die Kameras ihn im Bild hatten. Andererseits ist Screwball auch nicht besser. Anders als ich will sie Missetäter wie Spider-Man nicht bloßstellen, um Gutes zu tun. Sie will nur für sich selbst Werbung machen. Und das ist abscheulich. Bleiben Sie dran. Just the Facts mit J. Jonah Jameson geht weiter nach dieser wichtigen Mitteilung darüber, wie Sie mein Buch kaufen können. Wenn Sie mich sehen, ist die Geisel tot. Nicht schnarchen! Das kann ich verkaufen. Was war das? Hallo? Was war das? Mal Pause. Was ist das? Eine Taube? Ungelogen, ich bin gerade ganz schön zufrieden mit mir.